und wir alle können auch genau dafür sorgen. Vom SR, was hast du denen denn erzählt? Ja, wie das Wetter heute ist und nee, also erstmal zu meiner Person, was es ist. Ja, kann man nicht genau. Nee, hinten im Oberschenkel, aber man kann es nicht genau sagen. Okay. Muss man abwarten, was Doc sagt und da kann man mehr zu dem Thema sagen, ja. Und ansonsten, wie das Spiel war, jetzt 5 Punkte Vorsprung, aber dass wir uns da jetzt auf keinen Fall ausrufen dürfen, weil zwischenzeitlich haben wir schon mal 5 Punkte Vorsprung gehabt und es ging schnell, dann war es wieder gleich auf. Von daher immer weitermachen, nur auf uns gucken und versuchen, dass wir die Spiele gewinnen. Du hast ja das letzte Spiel nicht mitgemacht, aber die Aalener waren, sagen wir mal, doch so wie die Gegner vor Freiburg, findest du nicht? Also eher defensiv. Ja, also das ist aber besser gelöst als. Ja, gut, was heißt besser gelöst? Der Trainer hat uns darauf eingestellt. Und zwar klar, was auf uns zukommen tut. Und wir haben die Tore gemacht. Also das ist halt wichtig, dass man in so einem Spiel dann auch frühzeitig die Tore macht und dann selber keins bekommt. Und dann haben wir das am Ende zwischenzeitlich noch einmal ein bisschen nachgelassen, aber gegen Ende dann wieder alles durchgezogen. Guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz nach unserem offiziellen Heimspiel gegen Aalen mit beiden Trainern. 3.253 Zuschauer waren heute in Völklingen. Herr Salz, auch Ihnen nochmal willkommen zurück im Saarland. Danke. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Saarbrücken. Ich denke unterm Strich, bevor ich mal ein bisschen ins Detail gehe, war es ein verdienter Sieg. Ärgerlich nur, dass man, wenn man zum Spitzenreiter fährt, so einen dummen Elfmeter macht, wo eigentlich die Ecke schon geklärt ist. Das war bitter. Da haben wir dann auch ein bisschen gebraucht, haben ein, zwei Situationen gehabt, wo wir das zweite fangen hätten können. Auch durch ein bisschen Dummheit, weil unser Umschaltspiel, was normalerweise gut funktioniert, heute nicht funktioniert hat und dadurch im Umkehrschluss Saarbrücken auch wieder zu den Chancen kam. Ja, das Tempo war sehr hoch. Ich glaube, dass Saarbrücken sehr, sehr hoch und sehr, sehr athletisch verteidigt hat. Dadurch hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber umso länger das Spiel gedauert hat, umso besser haben wir uns ein bisschen angepirscht. Haben dann viele Standards gehabt. Vor allem auch in der ersten Halbzeit, wo einmal Gersberg am zweiten Pfosten und einmal Hoffmann mit dem Knie vielleicht ein bisschen das Stürmerblut gefehlt hat, um da auch ein bisschen eine Nase dafür zu haben. Haben dann auch nach der Halbzeit mit dem abgefälschten Schuss, wo Batz nochmal hält, eine Möglichkeit ranzukommen. Ja, ging dann ins Zweite, da bist du eigentlich ja tot, war ja am Schluss dann auch so, aber ich glaube, dass wir trotzdem auch danach, ob jetzt der FCS nur verwaltet hat, das weiß ich nicht, aber danach eigentlich dann trotzdem eine gute 30 Minuten gespielt haben, viele Standards hatten, die eine oder andere Möglichkeit auch nochmal vergeben worden ist. Wäre wünschenswert gewesen, sich zu belohnen, aber haben wir nicht getan und dadurch muss man fair sein, dass Unterstrich der Sieg dann auch verdient ist. Dankeschön. Vielen Dank. Dirk, Glückwunsch zum Sieg, Tabellenführung aufgebaut, 5 Punkte. Was sagst du zum Spiel? Ja, oberstes Fazit, Ziel erreicht. Wollten die Vorlage, wie auch beim letzten Mal, wieder nutzen. Da Steinbach mal unentschieden gespielt hat, halt da einen nochmal 2 Punkte weiter wegziehen. Ich denke, ähnlich wie in Freiburg, eine richtig starke Anfangsphase. Diesmal vielleicht noch länger andauernd, sodass man sagen kann, 26, 30 Minuten. War eine richtig starke Phase von uns, wo wir hätten schon deutlich höher führen müssen, ne, als der Ball von der Linie gekratzt wurde oder Pfostenschuss Eisi. Da hatten wir schon unsere Möglichkeiten, auf frühzeitiger vielleicht 2-0 in Führung zu gehen. Ab der 30. ist dann auch Aalen etwas mutiger geworden, insbesondere über Standards dann ein bisschen gefährlicher geworden, wo sie 2 Halbschancen haben, wo vielleicht immer mal wieder so ein Ball über die Linie flutschen kann. Das hat uns sensibilisiert nochmal in der Halbzeit, um darauf hinzuweisen, dass dauert jederzeit die Möglichkeit besteht, auch den Ausgleich zu kassieren. Und deswegen war es schon natürlich für uns sehr wichtig, dann so frühzeitig in der zweiten Halbzeit auch das zweite nachzulegen. Das war unsere Absicht. Also, dass das gelungen ist, war natürlich gut. Dementsprechend konnte man dann das Ganze ein Stück weit ruhiger angehen lassen, was so das zielstrebige Richtung Gegners Tor angeht.
Aber man hat auch ganz klar gesehen, dass Aalen eigentlich heute auch zu jeder Zeit irgendwo eine gewisse Gefahr ausgestrahlt hat, sich nie aufgegeben hat, immer weiter versucht hat mitzuspielen. Denke ich, gerade nach dem 2-0 ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo wir mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Möglichkeit haben. Fanol allein vom Torwart, ne? Kopfball von Sebi, wo der Torwart nochmal auf der Linie einen Reflex hat. Gilly danach, direkt unmittelbar danach, auch nochmal eine Situation hat, wo er vielleicht mehr draus machen kann. Aber unterm Strich, glaube ich, ist es ein verdienter Sieg. Wir brauchten dafür heute keine Glanzleistung über 90 Minuten, aber eine solide, gute Leistung über 90 Minuten haben wir hinbekommen. Und das hat dann am Ende des Tages auch den Unterschied ausgemacht. Vielen Dank. Dann eröffnen wir die Fragerunde mit Horst Fried. Ja, ich war mal gestern in der Roland Sars, Sie haben früh gewechselt, direkt nach dem 1-0, dann nochmal nach Hause. Was waren da die Gründe? Das eine war ja auch der Spieler, der Vorgang anscheinend. Nia Sakai hat in der Anfangsphase an der Mittellinie einen Zweikampf gehabt, wo er auf die Schulter gefallen ist und nach ein paar Minuten waren die Schmerzen so groß, dass er nicht mehr konnte und deswegen muss man auswechseln. Müssen wir jetzt mal gucken, was die Diagnose sagt. Gibt es weitere Fragen? Nach Hause der Wechsel? Bitte? Nach Hause der Wechsel? Ja, war halt nicht ganz zufrieden mit dem Spieler und wollte dann auch da nochmal ein Zeichen setzen, deswegen haben wir dann nochmal gewechselt. Der Daniel hat eine Frage. Du musstest das Team Zelda rausnehmen. Das sah jetzt nicht ganz so gut aus, was da passiert. Ja, der hat in einem Kopfballduell hat es reingezogen. Wie stark es jetzt reingezogen hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es war halt so, dass er sofort gemerkt hat und auch sofort signalisiert hat, dass er raus muss. Herr Seitz, Sie waren jetzt 4,5 Jahre im Saarland. War es schön für Sie, nochmal zurückzukommen? Ich freue mich immer, wenn ich euch sehe. Ne? Das ist ja auch unser Verhältnis, auch wenn, sagen wir mal, die eine oder andere Ader in die falsche Richtung gegangen ist, war ja immer gut. Und mit Dirk natürlich auch und auch mit Dieter und alle, die hier sind. Also ich bin gerne da und komme gerne zurück und hätte gerne was mitgenommen, aber ist uns halt nicht gelungen. Aber ein Bierchen trinken wir trotzdem. Gibt es weitere Fragen, bevor wir mit dem Biertrinken weitermachen? Nachfrage an Roland. Du hast gesagt, Saarbrücken ist das Nordplusultra dieser Liga. Ihr habt das quasi alle Spitzenmannschaften gespielt. Für wie realistisch hältst du, dass Saarbrücken aufsteigt? Ja, das wird der Dirk jetzt wieder nicht hören, dass es für mich kein anderes Thema gibt, als dass der FCS aufsteigt. Zum einen, glaube ich, sind sie in der Breite, waren sie schon immer gut besetzt, aber diesmal sind die ersten Elf noch besser wie vorher und in der Breite sind sie total gut, was, glaube ich, die anderen Spitzenmannschaften nicht so haben und ja, ein tolles Publikum. Von daher glaube ich schon, wenn man den super Start sieht, kann man vielleicht mal ein oder zwei Spiele liegen lassen und deswegen wird auch noch nichts passieren, weil die Konkurrenz gewinnt auch nicht alles, spielt auch gegeneinander. Also wirklich, das hat jetzt nichts mit, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich wäre echt total überrascht, wenn sie es nicht schaffen würden. Aber ich weiß, wie schwer es ist. Du musst jeden Samstag immer wieder das nicht nachlassen. Und wenn man selber als Trainer oder Sportdirektor lange dabei ist und der Weitblick geht dann in die Pokalwoche, weil ich es auch schon tausendmal mit Trier mitgemacht habe, wie schwer das ist, wenn man Samstag offenbar spielt, aber eigentlich ist am Dienstag das Highlight gegen Köln und danach aus der Derby gegen Elversberg. Da kann in 18 Tagen kann viel kaputt gehen. Und deswegen glaube ich, ist auch ganz froh, dass er jetzt ein bisschen Polster hat, weil das werden schon nochmal heiße Wochen. Da war noch eine Frage. Ja. Hallo Herr Seitz, zu Nico Lukas war ja sein Debüt auf der linksverteidiger Position. Kurze Einschätzung dazu, war ja recht solide eigentlich. Ja, ich war sehr zufrieden. Wir wissen ja seit Wochen, dass wir auf der Position Probleme haben. Wo ist Sakai ordentlich gespielt hat gegen den Ball, aber im Spiel nach vorne war es nicht so gut, weil auch der linke Fuß gefehlt hat. Aber Nico hat sehr gut gemacht, war sehr zufrieden und ich denke, da kann man mit ihm auf der Position auch weiterarbeiten. Herr Seitz, wie ist es jetzt in Aalen? Sie haben jetzt letztes Jahr die neue Mannschaft in Elversberg gehabt, jetzt schon wieder eine komplett neue Mannschaft. Sind Sie der Mann für die schweren Fälle? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nein, es ist halt nicht so einfach gewesen. Der VfR ist abgestiegen, der Etat ist drastisch gesunken worden, dadurch sind auch viele Spieler weggegangen und dann muss man innerhalb kurzer Zeit eine neue Mannschaft zusammenbasteln und ja, deswegen haben wir auch die Ziele runterschrauben müssen, aber im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden. Jetzt haben Sie sicherlich in der letzten Saison beobachtet, dass Elversberg sich ja doch entwickelt hat mit der Mannschaft, die Sie zusammengestellt haben. Hat Sie das gewundert? Ja, ich kann jetzt mal sagen, der Sportdirektor Salz war gut, der Trainer Salz war nicht so gut. Ja, so will ich es mal stehen lassen.